So Leute, jetzt geht es schon wieder um was anderes. Ihr habt es im Titel schon gesehen, es geht um die Feuersteine oder auch wie im Englischen die Flintstones quasi. Feuersteine, richtig, sollte man bei Feuer finden. Nein, man findet sie wo? Richtig, nur am Wasser. Hier werde ich jetzt direkt keine mehr finden, weil ich eben schon das Video gemacht habe zur Werkbank. Aber ich war schon mal natürlich, bevor ich mit euch angefangen habe. Gucken, wir haben hier noch Flintstones liegen, da sehen wir es schon. Und was haben wir da? Zack, Feuerstein. Oder bei euch, wenn ihr die Sprache nicht umgestellt habt, steht bei euch natürlich Flint. Aber ganz kurz, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr geht einfach in Einstellungen, was Sprache betrifft, geht auf Verschiedenes, stellt hier auf Deutsch um, einfach das Spiel komplett neu starten, dann ist die Sprache erst geändert. Deshalb steht hier auch Game Restart is required when changing language. Language, das mache ich immer so gerne. Und dann ist das Ganze auch in Deutsch, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt. Und wie ihr seht, hier sind halt die Steine. Und wie ihr nochmal seht, zack, da sind schon hier. Es sind so viele Steine hier. Also Flintstones, ich habe sie damals, wo ich, also damals vor 3 Tagen, als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, die Steine nämlich auch gesucht. Solltet ihr noch weitere Hilfe brauchen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gucke nämlich auch immer so, wo haben die Leute so Probleme, deshalb, ich nehme eigentlich alles so weit auf. Wie baue ich mein erstes Bett, wie gehe ich am Anfang vor, was sollte man am besten essen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, ich gucke danach, gucke nach einer Lösung, vielleicht kenne ich die Lösung auch schon. Und wenn ich euch hiermit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen und wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne abonnieren, weil eventuell, ich denke mal, meine Frau kommt nämlich auch gerade rein, ich denke mir, wir werden auch auf YouTube mal streamen, oder? Stimmt. Gut. Also, gern ein Abo da lassen und in dem Sinne, haut rein.